Ihr Geld 2022. Wir hören uns noch um nach Anlageideen für das neue Börsenjahr. Und heute begrüße ich dazu den Börsenstrategen Ulrich Hanke. Herr Hanke, was glauben Sie denn, was bringt das neue Börsenjahr insgesamt? Ja, also ich habe natürlich auch keine Kristallkugel, aber es spricht einiges dafür, dass das Jahr 2022 ein schwieriges Jahr wird. Angefangen bei den ersten Handelstagen des Jahres, die ja nicht so gut verliefen, und so ein Trend setzt sich oft fort. Weitergeführt bei dem Zwischenjahr, in dem wir uns befinden, Midterm Year, was den US-Wahlzyklus angeht. Das ist auch ein Faktor, auf den man immer achten sollte, denn diese Jahre entwickeln sich oft nicht so gut, weil es eben hier keine Wahlversprechen gibt oder Wahlgeschenke. Des Weiteren, das große Thema ist natürlich die Inflation. Die ist dann doch nicht ganz so temporär, wie viele Volkswirte oder Notenbanker angenommen haben, sodass jetzt eben die Notenbank Fed oder auch die EZB nach und nach reagieren müssen, wahrscheinlich in kleinen Schritten. Aber nichtsdestotrotz, allein die Erwartungen bewegen ja auch schon die Aktienmärkte, und steigende Zinsen oder weniger Liquidität am Markt sorgt eben dafür, dass festverzinsliche Wertpapiere attraktiver werden und die Unternehmen, allen voran die Wachstumsunternehmen, mehr Geld für ihre Kredite ausgeben müssen. Dazu kommen noch die Materialknappheit, die Lieferengpässe, Corona und Ukraine. Also wir haben einige Baustellen, die es zu beachten gilt, sodass eben starke Schwankungen durchaus denkbar sind. Aber man sollte auf keinen Fall Aktien deshalb meiden. Und in diesem Umfeld trauen viele Experten ja eher Value-Aktien mehr zu als den sogenannten Wachstumsaktien. Sie haben uns drei Aktien aus diesem Value-Bereich mal mitgebracht. Als erstes den amerikanischen Ölwert Chevron. Warum den ausgerechnet? Also es sind nicht nur drei Aktien aus dem Value-Bereich, sondern drei Aktien, die auch ein gewisses Momentum haben, also die sich im Aufwärtstrend befinden. Wie gesagt, so ein Trend setzt sich oft fort. Drei Aktien sind auch kein ausgewogenes Depot. Das vorweg, Chevron ist der zweitgrößte Mineralölkonzern der USA, ist im Dow Jones gelistet, während ExxonMobil das nicht ist. Hat sprudelnde Gewinne zuletzt verzeichnet durch den steigenden Ölpreis, ganz klar, hat aber auch die Kosten gesenkt, hatte ein sensationelles Quartal zuletzt, also das hat Gewinne eingefahren wie zuletzt 2013, kauft eigene Aktien zurück, das sogar in einem Umfang, der jetzt nochmal erhöht wurde, 3 bis 5 Milliarden Dollar pro Jahr soll dieses Volumen sein. Die Investitionen halten sich in Grenzen, hat eine ordentliche Dividendenrendite von 4% und die Aktie hat am vergangenen Freitag auf dem 52-Wochen-Hoch geschlossen, also für Trendfolger, aber auch für Value-Investoren genau das Richtige. Ein Banktitel haben Sie ebenfalls ausgewählt, BNP Paribas aus Frankreich. Was gefällt Ihnen an dieser Aktie? Ich bin prinzipiell gar kein großer Fan von Banktiteln. Nichtsdestotrotz profitieren natürlich Banktitel jetzt von einer sich verändernden Geldpolitik, von einer Zinswende. BNP Paribas, bei uns vor allen Dingen bekannt durch die Online-Tochter Consorsbank, ist in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Italien hauptsächlich unterwegs, ist aber sehr breit aufgestellt. Das gefällt mir sehr gut. Hat zuletzt seine US-Tochter verkauft für rund 16 Milliarden Dollar, um eben im eigenen Geschäft weiter auszubauen, um mögliche Übernahmen zu stemmen, aber auch um eigene Aktien wie Chevron zurückzukaufen. Auch das ist natürlich ein gutes Zeichen. Man hat zuletzt sehr stark auf dem heimischen Markt profitiert, bei Privat- und Firmenkunden. Das hat so ein paar Schwächen im europäischen Markt ausgeglichen. Man ist im Aktienhandel stark. Man hat wenig Kreditausfälle zuletzt gehabt. Die Aktie ist wie viele Finanztitel unter Buchwert gehandelt, also sie ist an der Börse günstiger zu haben als das, was in den Büchern steht. Und mir gefällt die Aktie eben deshalb besonders gut und ich würde sie auch vorziehen gegenüber deutschen Titeln wie Deutsche Bank oder der Commerzbank. Und Ihre dritte Idee ist die Kupferhütte Aurubis hier aus Deutschland. Die ist zuletzt aber auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Wie viel Potenzial trauen Sie denn Aurubis noch zu? Ja, da sollte man keine Angst vor haben, dass eine Aktie gut gelaufen ist, denn sie ist nach wie vor sehr, sehr günstig. Aurubis kennen die einen oder anderen noch als norddeutsche Raffinerie. Gibt es schon sehr lange das Unternehmen, profitiert natürlich auch von den steigenden Metallpreisen, nicht nur Kupfer, auch Zinn und Nickel beispielsweise, profitiert aber insbesondere auch von der hohen Nachfrage und konzentriert sich jetzt sehr stark auch aufs Recycling. Das ist ein ganz großer Wachstumstreiber, will in den USA ein Werk bauen, was 2024 in Betrieb gehen soll. Hat zuletzt natürlich auch den Gewinn stark gesteigert, was man auch an die Aktionäre weitergeben will in einer Form einer höheren Dividende. 1,60 Euro soll es geben pro Aktie, das sind 30 Cent mehr.
Perspektivisch will man sogar ins Batteriegeschäft einsteigen, Batterierecycling betreiben. Klimaneutral will man langfristig natürlich auch werden, also alles rundum ganz attraktiv. Ich finde hier besonders erwähnenswert eben, dass die Aktie zu einem Kursumsatzverhältnis von nur 0,3 gehandelt wird und auch noch sehr, sehr rentabel ist, hat eine Eigenkapitalrendite von 24%, also eine wahre Perle. Sagt Ulrich Hanke. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Empfehlungen. Sehr gerne.